Hallihallo, Hallöle! Willkommen zur ersten Folge von Diablo. Ich bin kein großer Erklärer. Auf meiner Stirn steht kein Erklärbär drauf. Deswegen fangen wir gleich mal an. So, wähle eine Klasse. Nehmen den guten alten Krieger. Oder einen Magier. Oder Jäger. Naja, wir nehmen Krieger. Der Name. Edgar. Edgar, der Krieger. So, wir sind in der alten Tristram. Von ganz früher, weil es ja Diablo 1 ist. Ein absoluter Klassiker. Also ich spiele den ab manchmal noch richtig gerne. Deswegen weiß ich aber gerade, wo wir hin müssen. So in der Art. Also ich habe schon lange nicht mehr das Spiel gespielt. Also nicht mal, wenn ich manchmal. Listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avengers! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Also nicht nur, wenn ich manchmal noch auf dem Holzweg bin. Wir haben eine erste Quest bekommen. Wir sollen den Butcher besiegen. Da werden wir ihn gleich mal suchen gehen. The sanctity of this place has been fouled. Im ersten Level. Also die sind ungefähr unter in Leveln unterteilt, die Ebenen. Dann finden wir gleich einen Heiltrank und kommen bis zu. Ja. Ja. So, haben wir schon die ersten besiegt, die Skelette. Noch ein Heiltrank. Na komm her. Machen wir noch besser auf. Ja. Yes. Wo war doch eben? Na genau da. So komisch, warte. So. Wir haben nichts. Wenn wir ins Abfahren. Das hat Gold ausgegeben. Ein Skelett. Noch einer. Okay, gehen wir jetzt hier runter, ne? Zack. Ne? Der Ding nervt, schön. So. Zack. Zack. Mana-Trank ist immer gut. Eine Schöpfer des Inferno. Gut, der haut gerade ab, nehmen wir den hier unten lieber. So, der Gang ist fertig. So, sehr schön sieht's aus im Moment. Also von Fähigkeiten haben wir nur reparieren. Wenn wir reparieren, tun wir unsere Gegenstände auch dazu die Haltbarkeit etwas verringern. Ob plus jeden Level erhöht sich die Haltbarkeit, die verringert wird. Im Moment haben die Gegner auch noch nichts richtig drauf. Das Schlimmste sind die Fässer. Ein Level ab. Gehen wir noch ein bisschen auf Magie und dann was kommt hier drauf.
Oh, hier heute noch mal Besuch. So. Zack. Wieder eine Rolle des Inferno. Okay. Nein. Brauchen Magil 19. In den Vitieren. Die noch weg. Die. Na. Der eins hier rein. Oh. Eine rote Klappe. Jede Menge Fallen gelassen und sammeln wir gleich mal ein. Wieder eine Rolle und ein nein, eine Schriftrolle, die haben wir gleich mal benutzt. So eine Schriftrolle der Heilung, mal vorne weg gesagt. So. Wir haben ja eine Kappe bekommen. Die setzen wir auch gleich auf. Hier liegt gar nichts mehr. Mal gucken, was hier drüben ist. Ach ja, Besuch. Auf 4 Mana. Nochmal. Zack, zack. Wir haben ein neues Schwert. 1 und 8. Wir legen das an. Na, verdrückt. So. Hier wollten sie mal durch. Hier geht es zum nächsten Level gleich. Da gehen wir dann ganz zum Schluss hin. Nochmal Besuch. Ein Heiltrank. Nix. Und auch. Oh, ein Stab. Nichts. Gold. Er kommt weg. So, was haben wir denn hier? Nix. Machen wir erstmal die Runde in die Fässer auf. Wieder ein Mana-Trank. Mal zeigen. Die eine Reparier-Skill. Also 5 von 15. Ich benutze den jetzt einfach mal. Jetzt hat es 12 von 12. Also wird repariert, aber die Haltbarkeit wird verringert. Im Voraufstieg wird das dann auch weniger, was verringert wird. Level ab. Gehen wir da hier drauf. Ein bisschen auf Magie mit. So, ich würde mal sagen, das war's schon. Da oben war wieder. Ja, da oben war wir auch. Eine relativ magere Ausbeute. Oh, ein Stück. I can't use this. Ja. Yes. Turret und plus 35 Damage. Eine Zweihandwaffe.
Naja. Wir bleiben bei dem guten Schwertenschild. Schwertenschild. Jetzt gehen wir hier rein. Speichern. Und sage jetzt, dass wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wiedersehen. Also bis bald.